Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live und bei mir zu Gast ist jetzt der Unternehmer Karl Ochsner. Kennt man einerseits von Ochsner Wärmepumpen, aber auch als stellvertretender Aufsichtsratschef der ÖBAG, die ja auch viel in den Medien war in letzter Zeit. Grüß Gott, Herr Ochsner. Danke für die Einladung. Herr Ochsner, ich würde gerne starten. Wie sehen Sie denn als Unternehmer eigentlich die aktuelle Situation? Wir haben ja jetzt seit Tagen wieder explodierende Corona-Neuinfektionszahlen, jetzt über 11.000 Neuinfektionen. Sogar es wird schon wieder über einen Lockdown diskutiert, zwar nur für Ungeimpfte, aber immerhin. Was heißt das für Sie als Unternehmer und was heißt das Ihrer Meinung nach auch für die Wirtschaft generell, wo wir ja in den letzten Wochen und Monaten zum Glück einen Aufschwung hatten? Dämpft sich das gerade alles wieder ein bisschen ein? Wird man sehen. Also die Lage ist natürlich denkbar unangenehm. Wir sind an und für sich als Unternehmen die letzten Jahre vernünftig durchgekommen. Es hat auch damit zu tun, dass die Leute sich wieder mehr aufs Eigenheim konzentriert haben, weil sie eben weniger gereist sind. Und dadurch haben wir auch sicher profitiert, dass man eben mit mehr Fokus auf Eigenheim auch dort mehr investiert, auch in erneuerbare Heizungen. Wir hatten auch Gott sei Dank keine Kurzarbeit und konnten vernünftig durchproduzieren. Also da war jetzt eher in letzter Zeit das Thema Supply Chain und sozusagen Belieferung von Komponenten, was uns Sorgen bereitet hat. Wir haben uns immer an alle Regeln gehalten und sind durch Corona vernünftig durchgekommen. Aber natürlich, die aktuelle Situation gibt Anlass zur Sorge. Und ich kann nur hoffen, dass es sich sozusagen bald wieder in die andere Richtung geht. Ich bin kein Mediziner, bin selber geimpft. Wir halten uns, wie gesagt, an alle Regeln und das ist das Einzige, was wir tun können. Ja. Sie haben ja gerade diese Lieferengpässe angesprochen, betrifft ja ganz viele Branchen derzeit. Was heißt das für Sie konkret als Unternehmen? Naja, es ist schon so, dass natürlich, nachdem in der, sage ich mal, Corona-Zeit bisher natürlich dann auch am Anfang vor allem die Liefermengen zurückgefahren worden sind, also die Produktionen reduziert worden sind. Und dann kam der doch ziemlich starke und auch teilweise überraschende Aufschwung, zumindest in der Intensität. Und da war natürlich dann zu wenig Ware am Markt, angefangen von der Automobilindustrie über Unterhaltungselektronik, aber auch bis hin zu Wärmepumpen, weil wir diese Chips ja, in diesen sehr intelligenten Steuerungen der Maschinen genauso brauchen und einsetzen. Genauso wie Kunststoffe, Metalle, also alles leider Mangelware derzeit. Und wir haben Lieferzeiten von 6 Monaten für eine Wärmepumpe, was natürlich schon nicht angenehm ist. Mhm. Wir können sicherstellen, dass jeder, der eine bestellt, auch eine bekommt. Mhm. Aber die Wartezeiten sind teilweise leider sehr lang. Mhm. Wie halten Sie es eigentlich mit den Corona-Regeln bei Ihrem Unternehmen? Stichwort 3G-Regel. Wie wird das kontrolliert bei Ihnen zum Beispiel? Also wir halten uns da sozusagen ausnahmslos an die Vorgaben der Regierung. Wir machen die Stichproben, die sozusagen gefordert sind. Jetzt ist es noch 3G, dann ist es ja 2,5G. Mhm. Bei uns ist es so, dass bei den Angestellten also der Großteil geimpft ist. Bei Arbeitern ist es ungefähr 50-50. Wir selber machen da jetzt sozusagen keinen unnötigen Druck, weil es ist aus meiner Sicht eine hochpersönliche Entscheidung. Aber wir halten uns ausnahmslos an alle Regeln. Das müssen wir auch, weil wir müssen sicherstellen, dass der Betrieb läuft und dass wir produzieren können. Wenn uns jetzt wirklich wieder ein Lockdown in gewissen Bereichen droht, zumindest für Ungeimpfte, würden Sie sich dann eigentlich auch wieder Hilfsmaßnahmen der Regierung erwarten? Also ich glaube, Hilfsmaßnahmen für die Branchen, die es wirklich hart trifft, sind sinnvoll. Ja. Für mich gibt es da keine, wie man oft sagt, Corona-Profiteure. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Wirtschaft am Laufen gehalten wird, gerade Gastronomie etc., weil wir haben alle nichts davon, wenn die Kaufkraft massiv nachlässt und das Land also auch sozial in Probleme kommt. Insofern, also für die Branchen, die es wirklich brauchen, bin ich dafür. Wir selber haben das Glück gehabt, dass wir es bisher nicht gebraucht haben. Mhm. Kommen wir zu einem weiteren Thema, zum Thema Klimaschutz. Es gab jetzt gerade den großen Klimagipfel, läuft ja noch immer, in Glasgow. Ist ein Thema, das Sie mit Ihrem Unternehmen sozusagen in der DNA haben. Sie machen Wärmepumpen. Wie sehen Sie denn diesen Gipfel da in Glasgow? Gab es ja auch viel Kritik an dem Ganzen, sag ich mal, rundherum, dass da viele Staatschefs und Prominente mit Privatjets eingeflogen sind. Ist da Ihrer Meinung nach irgendwas Handfestes rausgekommen?
Also grundsätzlich sind wir mal froh, dass der Fokus wieder auf dem Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel ist. Es ist ja in den letzten Jahren durch die Pandemie ein bisschen der Fokus verloren gegangen. Und ich sage immer, gegen den Klimawandel wird es nie eine Impfung geben. Und das ist sozusagen die Herausforderung unserer Zeit. Also insofern bin ich sehr froh, dass dieser Fokus drauf wieder stark ist. Natürlich ist die Erwartungshaltung immer groß. Es gibt aber unterschiedliche Zugänge. Ja? Und ich glaube, es ist wichtig, dass man alle mitnimmt. Ja? Mhm. Und ich verstehe, dass es dann oft jungen Leuten zu langsam ist und zu wenig radikal ist. Auf der anderen Seite muss man es immer so machen, dass natürlich auch die Menschen alle mitmachen, dass die Wirtschaft nicht so sehr geschädigt wird, dass natürlich auch irgendwo unser sozialer Frieden weiter also da ist. Und ich denke mir, es ist wichtig, dass die Leader weltweit über dieses Thema massiv sprechen. Wir sehen ja auch jetzt in Österreich an der Steuerreform, die jetzt zum ersten Mal eben eine Bepreisung von CO2 auch vorsieht, dass da die Richtung stimmt, dass da auch Dinge gemacht werden, die bisher nie zustande gekommen sind. Ich hoffe nach wie vor, dass Glasgow handfeste Ergebnisse bringt. Ja, jetzt kann man sagen, mit den Privatjets dort anreisen, macht kein gutes Bild. Ja, also ich selber hätte mir gewünscht, dass es mehr so machen wie die Frau Bundesminister Gewessler, die mit dem Zug angereist ist, auch wenn das sicher sehr anstrengend ist. Ja. Aber ich denke mal, man sollte auch als Politiker Zeichen setzen, möchte mir dazu aber kein Urteil erlauben. Ich glaube, wichtig ist, dass wir alle an einem Strang ziehen und dass wir es global betrachten. Wichtig ist vor allem, dass die USA wieder mit dabei sind. Ja, und auch in China, wo wir auch stark tätig sind, merkt man, dass also dieser Klimaschutz immer wichtiger wird. Sie haben jetzt schon die Klimaschutzministerin Gewessler angesprochen. Wie beurteilen Sie den Klimaschutzfortschritt in Österreich und vor allem auch die Arbeit der Ministerin? Also ich sehe das durchwegs positiv. Ja. Ich glaube, es sind viele gute Initiativen gekommen. Ich glaube auch, dieser sozusagen jetzt Initiativen gegen das fossile Brennstoffe, ja, auch hier wirklich die Heizungssysteme sozusagen auf erneuerbare Energie umzustellen, mehr zu dämmen, auch die Mobilitätswende, auch dieses 1-2-3-Ticket, ich halte das alles für sehr gute Initiativen. Wie gesagt, natürlich muss man immer alle mitnehmen, ich wiederhole mich da, und vor allem auch aufpassen, dass die Wirtschaft sozusagen nicht aus dem Gleichgewicht gerät, weil davon hätten wir auch alle nichts. Ja. Mhm. Aber die Schritte, die gesetzt wurden, sind halte ich alle für gut. Ja. Die ökosoziale Steuerreform, die auch durchaus umstritten war, wie sehen Sie die? Die sehe ich positiv. Ja. Ich bin ein bisschen überrascht, und das ist halt leider bei uns momentan in diesem politischen Umfeld so, dass alles, was aus der Regierung kommt, sofort kritisiert wird. Also ich war da schon ein bisschen überrascht, weil man sollte immer auch was Positives sehen, auch wenn man vielleicht politisch anders denkt. Ich glaube, dass in dieser Steuerreform sehr viel Gutes ist. Ja. Es ist ein großes Entlastungspaket, auch für die Wirtschaft, für den Mittelstand, aber auch für jeden Bürger, auch für die niedrigeren Einkommen, was sehr wichtig ist. Mhm. Aber es ist auch schon sehr viel Fokus auf das Thema CO2-Bepreisung, die auch langsam steigt. Denn eines ist zu viel, anders ist zu wenig. Mhm. Es ist auf jeden Fall ein wichtiger erster Schritt, und ich halte sie für gut. Mhm. Und abschließend würde ich noch gern zur ÖBAG kommen. Mhm. Da gibt es ja auch eine neue Chefin, die nächstes Jahr dann ihr Amt aufnimmt. Vielleicht bevor wir zu ihr kommen, nur ganz kurz auch noch zur Vergangenheit. Haben Sie das Gefühl, dass die ÖBAG überhaupt einen Turnaround schaffen kann mit diesem Namen und dieser Marke, nachdem was da rund um die Thomas Schmidt-Jets alles an die Öffentlichkeit geraten ist in den letzten Wochen und Monaten? Glaube ich schon. Also es wird hier immer stark polarisiert. Also wenn man jetzt bei den Fakten bleibt, die ÖBAG hat sehr vernünftig auch in der sozusagen Pandemie performt. Das ist ja das Wesentliche. Wir sind ja dort, um sozusagen das Staatsvermögen also auch für den Steuerzahler zu überwachen. Und das wurde sozusagen, glaube ich, gut gemacht. Und das hat sich also auch gut entwickelt, trotz der Pandemie. Natürlich hat sich niemand gefreut über die Kommunikation, die da medial überall war. Das hat sicher nicht genutzt. Ja. Aber es ändert nichts daran, dass die ÖBAG sicher eine sehr wertvolle und gute sozusagen Holding ist, ja, die also sehr, sehr mit Bedacht und Ruhe über diese wesentlichen Beteiligungen der Republik wacht. Ja. Mhm. Und ich glaube, das haben wir jetzt hinter uns, diese ganzen medialen Spiele hoffentlich, ja, von allen Seiten. Ich würde da gerne die Parteipolitik viel weniger drinnen sehen. Und ich glaube, es ist uns gelungen, mit der Frau Lavati eine sehr, sehr gute
zukünftige Vorständin also auch hier zu finden. Auch, glaube ich, diese Interimslösung mit der Frau Kataster ist hervorragend und ich sehe also da sicher eine gute Zukunft. Ja. Dass sagen, hier immer Konflikte geben wird oder sagen wir, in der Wahrnehmung der Opposition oder auch der Medien, das glaube ich schon. Es wird sicher auch immer genau hingeschaut, das ist auch gut so. Ja. Aber grundsätzlich halte ich es für ein gutes Konstrukt und sehe auch den Verlauf und die Entwicklung der Werte vor allem, und das ist das letztendlich Entscheidende, sehr positiv. Was haben Sie sich eigentlich gedacht, als Sie diese Chats gelesen haben? Ich glaube, für jeder, der einen Hausverstand hat, war er natürlich sehr verwundert und es hat, glaube ich, niemandem gefallen. Und es ist wichtig, dass das hinter uns ist und dass wir uns wieder konzentrieren auf das Wesentliche, nämlich sozusagen, dass das Portfolio und die Beteiligung in der Republik gut gemanagt werden im Sinne vom Steuerzahler. Und das ist meine Aufgabe als Aufsichtsrat und nichts anderes. Und abschließende Frage noch. Es gab ja durchaus auch mediale Kritik an der neuen Vorständin Edith Lavati, weil viele gesagt haben, die ist Anwältin und die ist eigentlich keine Managerin. Sie waren ja selber auch involviert in den Bestellungsprozess. Warum ist die Wahl eigentlich auf Sie gefallen? Ja, also ich kann jetzt natürlich da keine Details ausplaudern, möchte ich auch nicht, aber ich kann sagen, dass wir Gott sei Dank eine gute Anzahl an Kandidaten hatten, die, glaube ich, alle auch hier das sehr vernünftig gemacht hätten. Sie hat das beste Konzept präsentiert und sie ist sicher die richtige Person und die richtige Frau an dieser Stelle jetzt. Sie hat sehr, sehr viel Erfahrung in Aufsichtsratspositionen, auch in ÖBAG-Töchtern bisher. Sie ist international, sie hat die Ruhe, sie ist sehr seriös. Und das, ich glaube, ist auch gut, wenn man einen juristischen Background hat. Ja. Und wir sind ja eine Finanzholding. Also wir managen ja nicht operativ, sondern das macht ja der Vorstand der jeweiligen Tochter und nicht die ÖBAG-Holding. Und dafür, glaube ich, ist sie mit ihrem Background bestens geeignet. Und ganz zum Abschluss noch, jetzt auch in Ihrer Funktion wieder als Unternehmer bei Ochsner, aber natürlich auch als stellvertretender Aufsichtsratschef der ÖBAG. Was sind denn die großen unternehmerischen Herausforderungen und wirtschaftlichen Herausforderungen des nächsten Jahres Ihrer Meinung nach? Also zum einen natürlich ist es die Pandemie, jetzt wieder die nächste Welle zu brechen und zu bewältigen. Das wird eine große Herausforderung, zu schauen, dass auch sozusagen hier die Wirtschaftsleistung und die Arbeitsplätze gesichert bleiben in dem Land. Das nächste große ist natürlich diese Supply Chain Krise, die Lieferkrise. Ich glaube, wir müssen in Europa und auch in Österreich wieder viel mehr wertschätzen, die industrielle Fertigung. Ja. Wir dürfen nicht zulassen, dass das alles nach Asien abwandert. Und wir müssen sicherstellen, dass in Europa und vor allem in Österreich produzierende Unternehmen einfach sich noch wohler fühlen, sagen wir es einmal einfach, um hier wieder mehr Wertschöpfung zu bekommen und mehr Lieferung aus dem eigenen Land zu haben. Egal, ob das medizinische Güter sind, Medikamente, Impfstoffe, was auch immer, oder eben auch Chips oder andere Gegenstände, die wir dringend benötigen, oder Supplies und Zulieferteile, die sollten wieder verstärkt in Europa und auch in Österreich produziert werden. Herr Ochsner, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann geht es gleich weiter hier auf OE24 TV.